MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück von der Gratobad Hügelsdorf 2020 und heute befinden wir uns in einer neuen Version, und zwar in der Version 1.03. Letztes Mal war ja die 1.02. Und ja, was ich so gehört habe, sollen die Nachladeruckler jetzt weg sein. Ich habe selber noch nicht getestet, kicken wir sofort drin. Was mich allerdings ein bisschen stutzig gemacht hat, in der Beschreibung am Hauptmenü steht immer noch Version 1.02. Vielleicht hat man es einfach vergessen, keine Ahnung. Ansonsten müssen wir doch nochmal mit Rucklern auskommen. Gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Auf jeden Fall das neue Update installiert habe ich bei Steam. Wir stehen hier mit unserem MRNA20. Den fahren wir heute mal. Und hier vorne, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ja, ansonsten, man kennt es, einen einmal in Line City in der Überland-Variante. Den werden wir uns jetzt mal anschauen. Und wir fahren heute eine ganz besondere Linie, eine kurz knackige Linie. Die Linie 318 ist das. Dürfte mit die kürzeste sein. Ja, Solo-Linie. Ich wollte euch ja unbedingt auch noch diesen zweiten Bus zeigen, der mitgeliefert wird. Vom Hauptbahnhof bis zum Sportflugplatz. Und da haben wir erstmal schön 18 Minuten in Wendezeit. Ja, kurze Linie, bin aber ehrlich gesagt gespannt, wie der Flugplatz aussieht, deswegen fahren wir die Linie heute mal. Mal gucken, was man sich da so einfallen lassen hat. So, 21052 mal wieder. Und die 15067. So, was hatte ich gesagt? 318. So. 318 Sportflugplatz. Auch schön finde ich, dass hier die Matrix ein bisschen hin und her switcht. Aber dass die Objekte immer noch so weiß sind und dann nachladen, finde ich ein bisschen scheiße. Naja. So, Bussteig 6, den müssen wir erstmal suchen. Den müssen wir erstmal suchen. Da ist er. Müssen wir einmal hier eine Runde wenden, wa? Naja, gut. Das kriegen wir auch noch hin. Ja, ich habe eure Kommentare noch nicht gelesen oder im letzten Video, keine Ahnung. Das ist übrigens die Innenanzeige, auch die habe ich euch noch nicht gezeigt. Haben wir letztes Mal ganz vergessen. Ist aber, denke ich mal, jetzt nicht so spektakulär, ist halt so, wie man es kennt. So. Was mir auch gefällt, sind die Sitze, ja. Und jetzt haben wir mal ein, ja, Überland, Line City. Der ist natürlich besser als die Freeware-Dinger, also das muss man schon sagen. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Aber ich würde jetzt das Add-on nicht ausschließlich wegen des Busses empfehlen. Also wer den Bus haben will, der kann sich, wer unbedingt einen City haben will, kann sich halt auch den Freeware-Bus holen. Das Hauptaugenmerk dieser Add-ons liegt halt nach wie vor auf der Karte. So, dann fahren wir mal los. Oder fahren wir mal zum Bussteig. So, der Kollege, C2. Am Alfred-Brunner-Weg sind die Ampeln ausgefallen. Ach, schon wieder. Polizei regelt schon wieder. Hatten wir letztes Mal ja auch schon. So, Bussteig 6. Sie hat natürlich jetzt schon weitergeschaltet da oben, das ist klar. So, erkennt er das? Ja, jetzt erkennt er an, Bussteig 6. Dann spule ich nochmal kurz ein bisschen vor. Das sollte ja kein Problem sein. Und dann kommen wir schon die ersten. Können ja mal testen, ob sie da hinten einsteigen. Ja, Türsons müssen definitiv noch gefixt werden. Aber scheint nicht der Fall zu sein, dass die hinten einsteigen. 318 Sportflugplatz. Ja, wie gesagt, was ich cool finde, ist, dass hier teilweise Linien gekoppelt sind. Hi. 316, 318 oder auch andere Linien. Finde ich immer cool, macht Spaß. Gerade auch im EBS kann man danach dann immer gleich auf dem Kurs weiterfahren, ohne gleiche Strecke wieder zurückfahren zu müssen. Sondern da sieht man mal ein bisschen was anderes. Bitte, bitte. Einmal das ganz normale Ticket, bitte. Dankeschön. Hallo. Bitteschön, hallo. Bitte. Wieder 3,40 Euro. Dankeschön für die Fahrkarte. Ja, aber na gerne. Gerne. Wer war denn sonst? So, Abfahrt.
Ja, der Hauptbahnhof ist gut gemacht. Der gefällt mir so mit diesem Bussteigen und so. Sehr, sehr geräumig auch. So, oh, jetzt diese Hilfsweile hier, ey, da krieg ich auch wieder ein zu viel Blau oder Türkis. Linie Türkis fahren wir heute. So, und dann gucken wir mal, wie die Performance heute so ist. Vereinzelt gibt es natürlich Nachlader, Rücklader, das ist klar, das ist OMSI. Aber es sollte halt nicht so oft sein wie zum Beispiel beim letzten Mal. Wie gesagt, ich habe sie gerade frisch installiert. Kam ungefähr vor einer Stunde raus, die 1.03. Hier sind wir auch das letzte Mal schon lang gefahren. Umleitung ist nach wie vor. Weil wir immer noch am gleichen Tag fahren wie in der ersten Folge. Da gibt es echt lustige Chrono-Events. Müsst ihr mal rankicken, ne? Am Release-Tag möchten die Leute den Release aufhalten und sowas. Richtig lustig hier. Guten Tag. Eine Kurzstrecke, die habe ich da. Oh, 2,20 Euro eine Kurzstrecke, ey. Bitteschön, eieiei. Hallo? Kein Wunder, dass die Leute lieber mit dem Auto fahren, ey, bei den Preisen. Ja, dass die Leute sich dann auch so viele Einzelfahrscheine hier kaufen. Der hätte ja gesagt, ja, okay, dann ist hier vielleicht das Abo oder die Monatskarte ein bisschen günstiger. Aber dann würden ja nicht die ganzen Leute hier bei mir ankommen und Fahrscheine kaufen. Das nämlich, muss man sagen, darf man nicht vergessen, du hast hier sehr, sehr viel Fahrscheinverkauf auf dieser Karte. Eine Kurzstrecke, bitte. Ja, schon wieder, ne? Bei den teuren Preisen würde ich mir noch eine Monatskarte kaufen. So, hier sind wir letztes Mal ja schon lang Leitstelle, gefahren. bitte kommen. Hier ist die Leitstelle. Was denn jetzt schon wieder? Er hat gar keinen Bock. Hat mir denn eigentlich den Gelenkbus zugeteilt? Auf der 304. Der Horst, ja? Das war der Praktikant. Und der Praktikant ist zufälligerweise mein Sohn. Ah, gut. Hat denn ein Praktikanten an der Leitstelle zu suchen? Der sollte doch eigentlich wissen, dass man auf dieser Linie kein Gelenkbus einsetzt. Na, vielleicht hat er auch einfach nur gedacht, dass du besser Bus fahren kannst. Das wäre geil. Finde ich geil, ich höre das jetzt zum ersten Mal, finde ich geil, wenn ich das schon fünfmal gehört habe, wird es mir irgendwann auf den Sack gehen, aber ist ja echt geil gemacht. Nachbarkollegen, funktioniert bei euch schon wohl die Klimaanlage? Bei mir ist vollen heiß. Er macht das Fenster auf, russische Klima. Alles klar, ich werde mal die Leitstelle darüber informieren. Was, nur wenn die Klima kaputt ist, muss man die Leitstelle anfunken, Junge. Kein Wunder, dass die Leitstelle ja überhaupt gar keinen Bock auf ihren Job hier hat, Alter. Sehr geil. Noch geiler wäre gewesen, jetzt irgendwie so ein Spruch gekommen wäre: Der Praktikant müsste denn nicht eigentlich Kaffee kochen oder so. Irgendwie. Das hätte ich auch geil gefunden. So, was ist das hier? Gewerbe, Industriegebiet, so, ja. Wenig Einland. Aber auch das gehört zu so einer Karte dazu. Auch das braucht eine Stadt. Und auch da müssen Buslinien lang fahren. Ja, Performance ist natürlich nicht 1A, ihr seht das, ne? Aber das ist schon mal zumindest ein bisschen besser geworden als noch beim letzten Mal. Ach ja, hier der Eurobus wieder. Die Leitstellensprüche, die finde ich geil, muss ich sagen. Also, das sind so die kleinen Dinge, die mir auf diesem Add-on bisher am besten gefallen. Wie gesagt, Performance ist tatsächlich nicht so 1A.
Ja, hier kommst du auch scheiße rum. Wer hat denn hier so eine Wendeschleife gebaut? Ohne Witz. Erstmal hier viereckig noch, ey. Ach, Junge, Junge. Also diese kleinen Details wie neulich, dieser Spatz oder ja, diese Leitstellensprüche. Und Easter Eggs, die noch weitere kommen, ja, finde ich auf jeden Fall. Das sind die Sachen, die finde ich schon ganz witzig bei so einem Add-on. Guten Tag. Guten Tag. Was macht die denn hier? Junge, Junge. Wir hatten uns das letzte Mal ja mit der 304 verfahren. Ja, es ruckelt leider doch wieder. Aber es ist zumindest schon mal weniger geworden. So, auch das ist wieder ein Bug, den hatten wir letztes Mal schon. Dass die KI-Busse einfach mal so random stehen bleiben. Hallo. Ja, dem einen oder anderen ist es vielleicht letztes Mal aufgefallen, dass es das doch ein bisschen anders ist. Das ist eigentlich schon seit dem C2-Interview, dass ich ja jetzt mit OBS aufnehme, weil ja lange kamen jetzt hier keine Videos, aufgrund dessen, weil mein Aufnahmeprogramm im Arsch ist, das ursprüngliche Nvidia GeForce Experience. Das ist auf jeden Fall ja nicht mehr zu gebrauchen. Da gibt es wohl irgendwie mittlerweile seit dem letzten Windows-Update oder seit deren Update gibt es da wohl irgendwie einen Fehler. Und ja, deswegen konnte ich eigentlich alle Aufnahmen, die ich da mit dem Programm noch gemacht habe, dann verwerfen. Dazu gehört auch, dass ich Düsseldorf das Video das letzte mehrmals aufgenommen habe. Und naja, jetzt nehme ich erstmal mit OBS auf. Wenn keiner irgendwie sagt, dass eine schlechtere Qualität da ist, dann wird das jetzt auch weiterhin so bleiben, dass ich mit OBS hier aufnehme. Sonst ja eigentlich nur mein Streaming-Programm. Ja, Trollo ist auch unspektakulär. Guck mal hier, kann man noch schön was fressen gehen. Sehr, sehr schöne Landschaft. Das habe ich damals auch in der Freeware-Version gesagt. Ich erinnere mich noch. Ach ja, der Name, der ist irgendwo gerecht. Bad Hügelsdorf, viele Hügel. Viel Landschaft. Aber wie gesagt, schaut gerne nochmal rein. Freeware-Videos damals. Freeware-Version Bad Hügelsdorf. Schon wieder ein paar Jährchen her. Lohnt sich aber dennoch, das nochmal anzusehen. Also, wer jetzt hier den puren Stadtverkehr haben will, der sollte sich dann vielleicht doch Hamburg Hafen City holen, ja. Oder X10. Das ist mehr eine Überlandkarte. Deswegen ja auch zwei Überlandbusse, die mitgeliefert werden. Ich finde es halt nur ein bisschen komisch, dass man hier hinschreibt Gelenkwagen immer hier, ne? Hier steht jetzt Solo natürlich, aber sonst Gelenkwagen und man liefert keinen Gelenkbus mit. Finde ich ein bisschen komisch. Das heißt jetzt nicht, dass man einen Gelenkbus mitliefern soll, sondern da hätte man sich einfach sparen können, da Solo oder Gelenk hinzuschreiben. Und dann weiß sie nicht, das irgendwie klein im Handbuch zu vermerken, weil das Handbuch guckt sie eh keiner an. Welchen Fahrzeugtyp man bevorzugt dort einsetzen sollte. So, 80. Ja, also ihr seht's, Performance heute besser. Ja, besser als beim letzten Mal. Trotzdem sind gewisse Ruckler noch da. Das hat man leider immer noch im See. Woran das nun lag, soll wohl irgendwie an den KI-Fahrzeugen
gelegen haben. Man hat wohl noch irgendwelche neuen KI-Fahrzeuge relativ spät hinzugefügt und dadurch ist dann das Chaos ausgebrochen. Soweit mein Stand. Aber jetzt macht es tatsächlich auch Spaß, diese Karte zu fahren. Ja. Also wir hatten eben auf dieser schönen Überlandstrecke hier überhaupt gar keine Ruckler. Aber ich sag's euch auch ganz ehrlich, diese Karte ist halt, ich habe jetzt erst zwei Linien gesehen, aber man kann schon so ein gutes Schema sehen. Information für die Kollegen mit. Am Albert-Einstein-Gymnasium ist ein Baum auf die Straße gekillt. 307 und 314, bitte vorsichtig fahren. Jo, und am besten nicht über den Baum. Also man kann schon erkennen, das möchte ich ja sagen, dass diese Karte relativ anspruchsvoll zu fahren ist. Ich brauche ein Ticket für zwei Stationen. Was, zwei Stationen? Kannst du das nicht laufen? Dankeschön. Hallo. Hallo. 2,20 € bezahlt ihr für zwei Stationen. Außerdem heißt das Haltestellen. Wir sind hier im Bus, wir sind ja nicht in der U-Bahn. Ja, also wie gesagt, die Straßen sind sehr, sehr, sehr eng. Du hast diese Wendeschleife vorhin, die habe selbst ich nicht mal hingekriegt. Da brauche ich auch erst einmal ein bisschen Übung für, bis ich die vor allem mit so einem komischen Wendekreis hier vom MAN noch hinkriege. Also ist auf jeden Fall eine relativ anspruchsvolle Karte. Wenn ihr jetzt Omsi-Anfänger seid, solltet ihr da vielleicht erstmal ein bisschen auf Spannung fahren, bevor ihr euch hier rantraut. So, aber ihr seht, hier läuft das Spiel wirklich flüssig, butterweich, so muss das sein, ja. Wagen 566 an Leitstelle. Leitstelle hört, was gibt's? Ich glaube, ich habe einen schleichenden Platten. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt bis zur Endhaltestelle weiterfahren oder die Fahrgäste? Ja, mit Platten, ja, natürlich, Digga. Nein, bitte zur nächsten Haltestelle fahren, dort den Bus abstellen. Genau, und den ADAC rufen, nicht vergessen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Linie gefällt mir richtig gut hier. Die Überlandgestaltung ist richtig geil. Das Spiel läuft hier wirklich flüssig. Ja. Wenig so enge Stellen wie, also die Wendeschleife war kritisch. Ansonsten hier, diese engen Straßen, muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Aber geht noch. Ist aber auch nicht einfach. Trotzdem... Oh, die Kühe. Renés Reiterhof, ja. Da geht die Post ab auf Renés Reiterhof. Finde ich richtig geil mit diesen Tieren. Da sollen wohl auch Kühe animiert sein und so was. Richtig, richtig geil. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Überlandlinie hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir besser als die Linie, die wir zuletzt gefahren sind, die 304. Betrügsoffer. Was ist das? Jugendclub. Bitte warte an, dass ich einmal Straße wenden kann. Ich habe Umsteiger Richtung 6 bis Hallo. Berg. Hallo. So, was haben wir hier? Pferde? Cool. Ist das hier? Schafe? Kühe? Geil, Alter. Sehr, sehr cool. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Ich habe noch nicht ein einziges Spandau-Objekt bemerkt. Und ihr wisst, ich sehe das sofort, ja? Sobald da irgendein Spandau-Objekt ist. Ich habe noch nicht ein Spandau-Objekt gesehen. Da ist mal Props an der Stelle. Hier ist die Performance auch super. Guckt euch das an. Wir sind hier bei, ja, knapp 50 FPS, also normal FPS, so viel mehr kriege ich auch nicht mehr mit meinem Rechner. Also ist eigentlich schon relativ gut hier. Hier sind natürlich aber auch keine hochauflösenden Gebäude, ne, ist ja klar. Aber es ist eine übelst schöne Überlandlinie und ich bin auch sehr auf den Flugplatz nachher gespannt.
Ich nehme aber auch stark an, dass diese Linie abends nicht befahren wird. Also ich weiß nicht, was man hier noch abends machen sollte. Mehr so eine Erholungslinie, hier habe ich den Eindruck, weil irgendwie so Häuser habe ich bisher auch noch nicht gesehen, sodass das irgendwie hier für die Schüler interessant sein könnte. Wie so schulbusmäßig. Also Fahrerfenster können wir auch hier. Hier so ein Dönerfenster wieder. So, an der Matte und dann sind wir schon... Oh, was ist hier los? Da lädt erstmal die Landschaft nach. Ja, aber auch kein großer Hockler. Ist doch gut. So muss das eigentlich immer sein. Was ist hier denn los? Funktioniert auch. Und warum jetzt hier die Seitenscheibe auch nass wird, ja gut, okay. Hat leider keinen Sound, Scheibenwischer, wenn ich hier den Taster eine Stufe weiter schalte oder zurück. So, Sportflugplatz, Terminus, da ist er schon. Oh, ist doch gut jetzt hier. Ach, hier sind wir schon. Mal wieder mit so einem kleinen Flugzeug. Schick, schick. So. Jetzt haben wir erstmal schön ein bisschen Pause. Gucken uns den Flugplatz mal an. Ja. Weiß ich nicht, ist das hier? Ja, das ist dann so die Startbahn, wa? Die Landebahn. Der ein oder andere Hangar ist hier zu finden. Ja. Und hier mit halt so einem Backdrop gearbeitet, das ist aber auch einer der wenigsten. Also so muss man halt, wenn man mit Backdrops arbeitet, dann halt so, ne? Das ist gut gemacht. Na, hier kann man auch nochmal mit dem Omsimalkasten rübergehen, war über den Fleck hier. Gut. Steht hier wie so einfach dran auf dem Flugplatz? Nee, war. Nö. Wie so Privatgelände oder sowas? Nö, ne? Kann die darauf. Ja. Aber schön. Sehr, sehr schön. Ich habe hier leider aber noch... Also sollen wir auch Flugzeuge starten und landen, aber muss man leider Glück haben. Ja. So, die überholen uns natürlich wieder nicht hier. Leitstelle hört. Meine Hintertür schließt nur sporadisch. Ah, Nothahn betätigen. Das kommt davon, wenn man immer später auf Arbeit ist, wie man soll. Geil, ey. So. Das war's. Hier, von der Linie 318, kurze, knackige Linie. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch und macht das gut. Ciao, ciao.